Guten Morgen, wir sind in Porto und Porto begrüßt uns mit herrlichem Wetter. Wir laufen jetzt zur U-Bahn. Komm, folgt mir vorsichtig. Ich habe gerade mein Navi angeschmissen. 450 Meter bis zur Metrostation. Im Hafen sind wir auch mit so einem Shuttlebus von der Reederei, von AIDA, übers Hafengelände kostenlos hierher gekommen. Kann man auch zu Fuß laufen sonst. Und ja, jetzt gucken wir, dass wir zur U-Bahn latschen. Erstmal uns ein bisschen einen Überblick verschaffen. Wir waren auch schon mal in Porto vor 2 Jahren. Deshalb gucken wir mal, ob wir Citybummel machen oder. Ja. Es gibt ja auch ein Sea Life. Da wollten wir mit den Kindern auch noch hin. Wir gucken einfach mal, wie das wird hier mit dem Wetter, ob sich das noch ein bisschen bessert. Ja, vor drei Jahren ist meine Mama und mein Bruder den Jakobsweg 800 Kilometer gelaufen. Von Champy-Bord, oder wie das Ganze nochmal heißt, bis nach Santiago de Compostela. Ich und Dorinda hatten damals die aus Porto abgeholt. Da war Greta noch im Bauch, genau. Greta war im Bauch und Marie durfte bei der Oma bleiben. Wir fahren jetzt im Zentrum mit der Straßenbahn. Hat 2,20 € pro Person gekostet. Die Kinder weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt einfach nicht eingebongt. Werden wir sehen. Wir sind genau da, wo wir vor 3 Jahren im Hotel waren. Siehst du, Omi, da war doch unser Hotel. So, und hier waren wir jeden Morgen frühstücken. Äpfel! Schmeckt nicht? Die sind doch lecker. Wie in alten Zeiten. Das war köstlich. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir irgendwo nochmal uns einen Regenschirm oder so kaufen können. Marie sagt, sie hat keinen Bock auf Citybummel, ne? Nein. Sie ist nur beim Strand dabei, sagt sie. Sag mal. Ich bin beim Strand dabei. Ja, eben hat sie gesagt, sie will den Kids Club und so. Ich habe gesagt, willst du gar nicht am Land? Und hat sie gesagt, wortwörtlich, bei Strand bin ich dabei. Ansonsten bleibe ich auf dem Schiff. Du willst auch beim Strand? Gucken wir mal, ob das hier überhaupt alles auf hat. Wir haben nämlich einen Feiertag. Oh, hier ist schon Weihnachtsstimmung. Na, Prinzessin? Na, ich sitze auf einem Thron. Ah, wie für dich gemacht, ne? Ja. Ja, hier ist schon alles auf Christmas Time. Und draußen ist aber kein Schnee, sondern. Regen. Das legendäre Luxuscafé, da sind wir letztes Mal auch schon nicht reingekommen, weil das so voll war. Die stehen hier ja alle Schlange. Da können wir gut drauf verzichten. Ja, in der Kirche hinter uns habe ich vor 3 Jahren für meinen guten Arkadasch, meinen Brother, meinen Bro, eine Kerze angezündet, damit sie ein Kind bekommen. Die haben sich ein Kind gewünscht, hat nicht geklappt. Und heute, 3 Jahre später, ich habe die Kerze angezündet damals, haben sie ein wunderschönes Töchterlein bekommen. Du weißt! Der legendäre Bahnhof. Das sind die ganzen Portweinkeller. Da hatten wir auch schon mal eine Weinverkostung gemacht. Und da waren wir mal essen. Ich bin
selten irgendwo zweimal. Deshalb ist das so eine Sache. Eigentlich versuche ich immer irgendwo anders hin zu fliegen oder zu fahren. Und ja, deshalb. Schon komisch. Weil man hier schon mal war und so ein bisschen alles vertraut ist, alles kennt. Und, aber doch irgendwie anders und neu ist. Auf jeden Fall, Porto ist echt eine schöne Stadt. Sehr zu empfehlen. Und komplett unterschiedlich immer zu Lissabon. Also Lissabon ist irgendwie ganz anders als Porto. Sind zwei echt komplett unterschiedliche Städte. Schnell, Peter lacht. Wieder mit der Bahn los zum Schiff. Die Kinder sind müde, können essen und Mittag schlafen. Und danach gehen wir noch ins Sea Life oder so. Die kleine Greti ist eingeschlafen in der Metro. Die ist so fertig. Moin, moin, liebe Reisende. Jetzt schön gestärkt gegessen. Und jetzt gehen wir nochmal in Sea Life Porto. Und gucken uns ein paar Fischis an. Wir sind jetzt beim Sea Life. Hier ist Erwachsener 13,95. Wir haben das Ganze aber über das Internet gemacht, über eine App. Und das ist auf jeden Fall billiger. Ganz easy. Und da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen Kohle sparen. Wow, guck mal. Sind das Haie? Nein, der kommt noch mehr. Papa, ich glaube, wenn wir zu einem Hai kommen, dann haben die bestimmt die Hai-Musik an. Welche? Wie geht die Hai-Musik denn? Bum, 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 bum. Da kommt der Rochen wieder. Der Rochen. Oh, guck mal. Oh, hast du gesehen? Ja, die Pinguine. Aber nicht an der Scheibe klopfen, ne? Guck mal da durch. So, und dann filmst du einmal so das Glas. Das Porto Sea Life, das kann man wunderbar hier vom Cruise Port erreichen, also zu Fuß circa
So eine halbe Stunde mit Kindern. Oh Mann, gut zu Fuß ist auch in 20 Minuten bestimmt. Da hinten sehe ich auch einfach nur am Strand lang das. Zeig mal, hast du ein tolles Amulett bekommen? Zeig mal. Boah, toll. Das ist ja schicki. Kannst du das in die Tasche nehmen? Mach ich. So. Hopp. Ja, also wie gesagt, wir waren ja vor 3 Jahren hier mit meiner Mutter. Ich, Dorinda und meine Mutter. Und da standen wir hier auch. Da sind wir mit diesen roten Bussen nämlich rumgefahren. Und sind dann hier auch ausgestiegen, weil wir einmal zum Wasser wollten. Und oh. Da standen wir ja auch und dann hatten wir noch gesagt, so ja, hier sind die Seefahrer alle los. Da ist der große Atlantik, die neue Welt, so, weil das ja natürlich auch viele Seefahrerdenkmalmäler sind. Wir waren auch vorher noch in Lissabon, da ist das ja noch mehr präsent. Und das war echt so, wir standen hier so und haben darüber gesprochen, so, ne, über die große weite Welt, wo unsere Weltreise noch gar nicht so auf dem Zettel war. Ja, und jetzt bin ich wieder hier zum zweiten Mal und ja, wir befinden uns auf unserer Weltreise. Da steht unser Schiff. Heute Abend legen wir ab. Dann geht's Richtung Madeira. Ein Seetag liegt dazwischen. Ja, so kann's laufen, ne? Alles selbst erfüllende Prophezeiung. Das war Porto.